seidige Seidentücher, um diese große Halle wohnbarer zu machen. Okay. So. Zieh jetzt mal das weiße Lappen hierher und nimm es an dich. Und Seville muss es dann in der Küche zu einer richtigen Flagge machen. Und das erfahren wir hier, was das alles heißt. Ah, das ist der kleine Flaggenführer. Ein Exkurs durch die Wirren höfischer Zeremonieflaggen. Mal sehen, was hier so steht. Weiße Flagge mit rot gekreuzten Schwertern bedeutet Krieg. Tote weiße Taube auf schwarzem Grund. Frieden abgelehnt. Lila Kniestrümpfe feucht. Aha, Waschtag. Schwarze Flagge mit traurigem Gesicht. Ein Verwandter ist gestorben. Schwarze Flagge mit knallenden Sektkorken. Ein reicher Erbonkel ist gestorben. Roter Kreis auf schwarzer Flagge. Die Königin begrüßt ihren Hofstaat. Der Hofstaat hat respektvoll zu grüßen. Weiß-blaue Flagge. Die königliche Familie betrinkt sich mit Bier. Ah ja. Interessant. Ach, jetzt müssen wir es natürlich wieder hoch. Warte. Da können wir auch gleich den blöden Hamster hoch. Hochbefördern. So. Der wird schon nicht wegrennen. So, kurz mal wieder ab. So. Ja, damit. So, wir nehmen die weiße Flagge. Und dann werden wir endlich dafür sorgen, dass Klump und Smiley, oder wie die heißen, endlich mal das Rezept rausrücken. So, zuerst brauchen wir schwarz, also rein in die Asche. So, jetzt ist schon mal schwarz. Jetzt brauchen wir noch einen roten Kreis. Aha. Also, japanische Flagge auf schwarz. So. So, abgekürzt. So, und nun werden wir mal die Flagge hissen. So. Okay, ihr zwei. Schaut mal an, was da für eine Flagge hängt. Hallo nochmal. Seht ihr die Fahne da am Schloss? Oh, sieh mal, die Fahne. Was? Dann tritt die Königin bald auf den Balkon. Los, du Dummkopf, nimm deinen Helm ab und salutiere gefälligst. Okay. Super, danke. Wow, die haben beide Glatze. Kein Wunder, dass die Helme nicht abnehmen. Ja, du, Lilly, nimmst das Rezept mit. Danke. Ich habe mit den letzten Schnüren das Rezept fest verknotet. Ich könnte es jetzt woanders festmachen. Supi. Das brauchen wir auch. Ich könnte jetzt ein maximales Menü essen. So. Ein zusammengebunden. Ja, und nehmen wir das weg. So. Geschafft. Ja, ja, du musst mir erst mal das Rezept darunter jagen.
So, das nimmst du jetzt. Das Laufrad brauchen wir auch noch oben. Ja, wir kürzen das alles mal ab. Sonst dauert es ja ewig. So, zu guter Letzt noch die Kirsche nach unten. Selbst meine überragenden... So, die Kurbel wird jetzt da an der Seite angebracht. So. Das Rad passt perfekt. Allerdings glaube ich kaum, dass ein einfacher Hamster den Aufzug betreiben könnte. Dazu würde es schon einer besonderen Motivation bedürfen. Ja, die Motivation könnten wir schnell bringen. Jetzt muss der Hamster sich etwas bewegen. Naja, wir sind nicht so ein Tierquäler, wir kürzen ab. So. Okay, Koch. Kannst du uns helfen? Bester Koch, ich hätte hier ein kleines Rezept für Pralinen. Kannst du mir ein paar davon herstellen? Ein Rezept? Alors, ich könnte schon machen, die kleinen Pralinen. Aber ich bin noch etwas frustriert wegen dem Umbau von meiner Küche. Das Backen bringt dich bestimmt auf andere Gedanken. Naja, egal. Ein Versuch ist es wert. Aber die Kirsche, je n'ai pas. Ich habe gar keine Kirschen, die so schön werden prickeln in die Bauchnabel. Sobald ich Kirschen habe, fange ich an. Tut's mit. Okay, dann machen wir ein bisschen Mancherie, mon frère. Et voilà, oder wie man das sagt. Hier habe ich die fehlenden Kirschen. Also los ans Werk. Oh la la, ich arbeite wieder in die Küche. Formidable, was für eine Freude. Noch ein Moment, ich bin gleich fertig. Ja, schön. Mann, ist der flott. Et voilà, deliziöse Pralinen de la Kirsch. Supi. Vielen, vielen Dank. Jetzt ist es aber auch bald geschafft. So. Jetzt müssen wir noch das hier machen, denn dann kann der Papagei den Gongschlag erlernen. Boah, ist schon viel Zeit vergangen hier. Ja. So, jetzt fliegt er wieder zurück. So, Ambrosius, und du machst schnell den Käfig zu. Hey. Das fette Federvieh habe ich verscheucht. Schön. Der Papageienkäfig für das zweite Haustier der Königin. Okay. Aber denk mal, wir werden erstmal noch die Pralinen brauchen. Und zwar da oben. Ja, genau so seitlich. Ich hätte die gerade hingestellt, aber da gut. Denk mal, den Hamster wird es egal sein. Lecker. So, jetzt nur noch schnell wieder runter. Und rein damit. Mit dem letzten Gast. So. Hey du! Komm! Was? Komm. Oh, was für deliziöse Schokopralinen. Vielleicht sollte ich auch einfach welche... Oh.
Die sollst du lieber nicht essen. Die Kirschen waren doch von Basilius. Los, reibet ihr es hier will. Na also, geht doch. Ah, jetzt kommt er. Oh, irgendwie fühle ich mich merkwürdig. Herr Schrumpf. Hey, was passiert hier? Halt! Ich bin der große Ambrosius, Held der... Ja, ja. Ich schrumpfe! Ich schrumpfe! Oh, vielleicht stimmte etwas mit diesen Schokopralinen nicht. Tja, da kann man sehen. Nimm Mini-Ambrosius. Ein Miniatur-Ambrosius. Wie gut würde ich mich wohl fühlen, wenn ich einfach meinen Fuß darauf... Du, riesiger Wicht! Lass diese Scherze! Welche Scherze? Aber vielleicht kann ich dich noch im Kampf gegen Basilius gebrauchen. Genau. Nimm ihn mit. So. Benutze dann die Hamsterklappe. Los, Kleiner! Geh und hole mir den Schlüssel! Ja, das kannst du bestimmt nicht oft sagen, Sivil, ne? Ja, das Ding ist unglaublich schwer. Nur gut, dass ich als Paladin schier unmenschliche Kräfte habe. Ja, ja. Hervorragend. Der Schlüssel ist mein. Das war einfach. Tja, ist immer nützlich, einen kleinen Paladin in der Hosentasche zu haben. Wunderbar, wunderbar. Mit dem Schlüssel können wir endlich Basilius verfolgen. Super. Wenig später im Keller des Schlosses. Wo ist Lilly? Ausgezeichnet, ausgezeichnet! Der Geheimgang ist offen. Los, bringen wir Basilius zur Strecke. Ach, da kommt sie. Ah, Sivil, hier steckst du. Lilly, wunderbar, ich hatte dich schon fast vergessen. Oh. Los, wir schnappen uns Basilius. Ja, aber ist er nicht oben? Und wo ist denn dieser Ambrosius? Ach ja, richtig. Ambrosius, was ist denn mit dir passiert? Du bist so... klein. Der schurkische Basilius hat mich durch eine gemeine List überrumpelt. Aber ich schwöre bei meiner Ehre als Paladin, dass ich diesen niederträchtigen Schuft fangen und der Gerechtigkeit zuführen werde. Ja, 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 schon gut, Kleiner. Bis jetzt. Wir gehen durch den Geheimgang und schnappen uns Basilius. Genau. Tja, damit sind wir auch bald fertig hier. Ha, Basilius, du niederträchtiger ehemaliger Stiefellecker. Endlich haben wir dich. Ergib dich. Mich ergeben? Ein wirklich guter Witz. Glaubt ihr wirklich, dass mich so jämmerliche Gestalten wie ihr es seid aufhalten können? Ha, wie absurd. Seht her und spürt meine Macht. Sieh mir in die Augen, Kleines. Oh Gott. Dein Wille ist gebrochen. Du bist nun meine Sklavin und ich bin dein Meister. Ihr seid mein Meister. Gut. Oh, sehr gut. Dann mach dich nützlich und putz mein Labor. An die Arbeit. Mist. Muss Labor putzen. Ich wusste doch, dass man sich auf kleine Mädchen nicht verlassen sollte. Nun zu dir, Sivil. Sieh mir in die Augen und spüre meine Macht. Muss standhalten.